Ja, gestern Abend gegen 20 Uhr fuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit einem Bekannten, der auch auf einem Motorrad fuhr, in den Parkplatz eines Einkaufszentrums in Neuendettelsau. Und dann hat er aus noch unbekannten Gründen seine Maschine stark beschleunigt, hat dann darüber die Kontrolle verloren und ist am Ende des Parkplatzes in einen Maschendrahtzaun gefahren. Dort ist er vom Motorradrand gefallen und kam auf einem daneben liegenden Feldweg zu liegen. Auch die Ersthelfer konnten also sein Leben nicht mehr retten. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.